Zugriff, Zugriff, Zugriff und schon ist er verhaftet. Es geht hier wieder um einen geilen Polizeieinsatz, anders kann man das nicht beschreiben, zu dem manche Polizisten eben in der Lage sind, weil sie dazu ausgebildet wurden und viele einfach nur zuschauen, als wäre es Fernsehen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Worum geht es? Es geht um eine Brandstiftung. Eigentlich geht es um eine Brandstiftung. Ich habe hier ein paar Bilder. Wir sind in Trogir in Kroatien. Hier im Touristengebiet hat jemand zwei Waldbrände gelegt und derjenige ist von der kroatischen Polizei ausfindig gemacht worden und festgesetzt worden in einer spektakulären Festnahme, die sie selbstverständlich auf Video für uns festgehalten haben. Das Ganze ist neu. Es ist in den letzten 48 Stunden passiert und es ist ein richtig schönes Video geworden. Wir schauen uns aber mal währenddessen nochmal die deutsche Polizei an, was sie in so einem Fall eventuell machen würde, wenn irgendwo etwas brennt, was nicht brennen sollte. Habt ihr gesehen, die deutsche Polizei wirklich wahrer Freund und Helfer. Sie reicht den Leuten mit den bengalischen Feuern im Fußballstadion natürlich das Feuerzeug und hilft, wenn man mal selbst nichts in Brand stecken kann. Leute, das ist echt, das ist kein Spaß. Aber wir schauen uns jetzt mal an. Es gibt auch noch andere deutsche Polizei, die ist auch bekannt dafür, dass man sich darüber eher belustigen könnte. Gehört. So machen sich die Cops in diesem Lande zum Affen. Sie machen sich wirklich lustig. Und wir schauen jetzt nochmal nach Kroatien, wo es wirklich spannend ist, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Hier halten sie an, blockieren die Straße, steigen die Polizisten aus. Da kommt ein Bus, stoppt den Bus, Türen auf, alle drei Türen und rein geht's. So, zack, zack, wo ist er? Zack, zack, ach, da hinten und los geht's. Zugriff. Zack, auf den Boden, Hände auf den Rücken, zwei Leute drauf festnehmen. Ende der Geschichte. So einfach kann das gehen. Sowas wünsche ich mir in Deutschland. Wo sind sie denn, diese spektakulären Verhaftungen, die wir hier auch noch auf Video aufgenommen wurden, vermutlich mit einer Bodycam? Liebe deutsche Polizei, ihr solltet euch daran mal ein Beispiel nehmen und alleine, um euch Respekt zu verschaffen, brauchen wir solche Videos jede Woche von der deutschen Polizei. Anders da werdet ihr eure Staatsgewalt in diesem Lande nicht mehr lange ausüben können, denn es gibt hier viele in diesem Land, die legen sich nicht nur an mit dem Staat, sondern die sind der Meinung, der Staat ist schwach. Und wenn ihr das zulasst, dass sie das Gefühl haben, dass der Staat schwach ist, dann passieren so Dinge wie in England, in Leeds, die Bilder habt ihr gesehen. Jetzt gibt es hier die Bilder aus Kroatien, spektakuläre Zugriffsbilder, wie sie hier einen einfachen Brandstifter dingfest machen. Zack, identifiziert im Bus, vermutlich über Triangulation vom Handy mit der SIM-Karte. Die Busse dort in Kroatien sind noch nicht alle Kamera überwacht, soweit ich das weiß. Aber dann bewegt sich die SIM-Karte und dann zack, wird er verhaftet. Und zwar wirklich sensationell, gezielt, professionell. Das Ganze hat keine 20 Sekunden gedauert und dann war es erledigt. Sowas wünsche ich mir in Deutschland. Aber nein, stattdessen suchen wir immer noch die Mitglieder der RAF, auch wenn sie lange unter uns wohnen konnten. Wir sind einfach dazu nicht in der Lage, weil wir uns lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Wir hissen irgendwelche Fahnen vor Polizeidienstgebäuden, anstatt die deutsche Fahne an jedem Staatsgebäude hängen zu haben, um deutlich zu machen, hier ist Schwarz-Rot-Gold, hier ist Deutschland, hier ist der Staat, die Exekutive, die Staatsgewalt, sie geht davon aus, aber könnte man sich aufregen, aber es ist Montag früh. Wir wollen noch nicht so viel Gift und Galle produzieren. Es ist erst Anfang der Woche. Sleepy Joe Biden hat uns endlich verlassen oder wird uns verlassen in naher Zukunft. Und ob er bis Januar im Amt bleibt, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Bin immer noch fasziniert von der kroatischen Polizei
Und Kroatien war jahrelang nicht Teil des Schengen-Raumes, weil sie angeblich Probleme hatten. Wenn man sich die ganzen Bilder der Polizei und der Grenzsituation in Kroatien anschaut, dann stellt man sich immer nur die Frage, haben sie wirklich die Probleme oder wollten sie einfach die Probleme der EU sich nicht ins Land importieren? Inzwischen sind die Grenzkontrollen zu Kroatien aus dem Schengen-Raum gefallen. Ob die Kroaten jetzt einen Anstieg ihrer Gewaltdelikte wie alle anderen europäischen Länder verzeichnen, das wird die Zukunft zeigen. Kroatien ist ein schönes Land. Ich war erst einmal da, aber es hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich mir die Polizeibilder hier anschaue, dann hat man auf jeden Fall Vertrauen, dass sie nicht zögern, auch zuzugreifen. Und es war noch nicht mal übermäßig Gewalt im Spiel. Einfach professionelle Arbeit, das lobe ich mir. Davon brauchen wir mehr. Und ja, der Staat, er muss Kante zeigen, er muss Härte zeigen, er muss gegen jeden konsequent und rigoros vorgehen. Ob das nur ein Betrüger ist oder ein Mörder oder ein Brandstifter, sie gehören alle zeitnah verhaftet, in Haft gesteckt, den Prozess gemacht und dann gerecht bestraft. Wo wir gerade beim Gerecht bestrafen sind, bin ich ja mal gespannt, was das Universum sich noch für Strafen für Olaf Scholz ausdenkt oder Ricarda Lang oder Annalena Baerbock oder Robert Habeck, wie lange sie noch ihr Unwesen treiben können, auch Frau Nancy Faeser, ob sie jetzt den Coup ihres Lebens gelandet hat oder ob sie sich damit ins Aus katapultiert hat. Ich habe zu Kompakt meine ganz eigene Meinung. Das kommt ihr sehr gelegen. Sie wagt sich aus der Deckung. Sie geht juristisch fast über alle Grenzen, die man gehen kann. Aber ihr Hauptziel hat sie erreicht. Sie hat eine Vorfeldorganisation der AfD zerschlagen und zwingt die Leute dazu, jetzt sich zu bekennen. Im Zweifel sorgt das Kompaktverbot für mehr Zulauf bei der AfD und vor allem für mehr personellen Eintrag in die AfD, damit man die V-Leute auch einfach gezielt weiterschleusen kann. Ich sage es immer wieder, Leute, ihr vergesst die ganzen V-Leute. Die V-Leute der AfD, die V-Leute der Kompakt, die V-Leute der NPD. Es sind am Ende immer die gleichen. Ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nancy Faeser hat anscheinend ihr Hauptziel erreicht. Sie schürt Angst in der rechten Szene und sie sorgt dafür, dass sie näher zusammenrücken, dass sie sich öffentlich bekennen. Und ihr habt es gesehen, wie sie alle quasi Herrn Elsässer um den Hals gefallen sind in solidarischem Beistand. Und da muss man aufpassen, genau das ist es, was der Verfassungsschutz am Ende von uns will, dass wir sie alle an der Hand nehmen und umarmen und sagen, ihr seid alles nur arme Opfer. Es sind viele arme Opfer dabei. Aber die V-Leute des Systems, das sind keine armen Opfer, aber die ganzen YouTuber und Alternativen da draußen, sie umarmen sie und küssen sie und sie unterscheiden nicht und differenzieren nicht und damit holen sie sich die Probleme ins Haus, die Probleme für das nächste Verbot und so weiter. Denn die V-Leute sind meistens die gleichen beim Staat, könnt ihr ja mal schauen, bei den Republikanern, bei der DVU, bei der NPD, bei der AfD, jetzt bei Kompakt. Es sind am Ende immer wieder gleiche Namen oder Gestalten, die auftauchen. Wenn man das ausspricht, ist man gleich, oh, du bist gegen uns und hier und da. Und ich sage, Leute, aufpassen, die V-Leute, die in der Kompakt waren, die dafür gesorgt haben, dass der Geheimdienst Zugriff drauf hat, die gehen jetzt einfach woanders hin. Und dann geht halt ein V-Mann zu NEOS, dann geht ein V-Mann zu Apollo News, dann geht ein V-Mann zur Jungen Freiheit und dann geht ein V-Mann irgendwo zur AfD. Und wie ich auf 4 V-Leute komme, naja, 20 bis 25 Angestellte hatte Kompakt. In der politischen Szene sind 20 bis 30% der Leute, die dort sind, Zuträger für Geheimdienste. Wenn ihr wissen wollt, woher man das weiß, naja, schaut mal in die Vergangenheit über jeden Skandal, über den wir gestolpert sind. Auch bei der NPD war es damals im Verbotsverfahren so, dass in jedem Landesvorstand, in jedem der 16 Landesvorstände mindestens einer dabei war, der von einem Verfassungsschutzamt war. Es ist immens, wie groß die Zahl dieser einflussnehmenden Personen hier ist und keiner verliert ein Wort darüber. Niemand, niemand, ja? Egal wer, ob das Olli ist, ob das Alexander Raue ist, ob das Kolja Barkon ist, ob das Björn Banane ist, egal wer, niemand stellt die Frage, wo sind die V-Leute bei Kompakt für Nancy Faeser gewesen? Und das ist der große Fehler, den ich Ihnen vorwerfe. Es geht jetzt gar nicht darum, ob das juristisch Bestand hat oder nicht. Es geht darum, dass es dort Wasserträger gibt für das Bundesinnenministerium. Und die muss man rausholen, enttarnen, sonst geht das Spiel in 2 Jahren einfach wieder los. Und sie sind alle blind.
Sie sind alle blind. Und bei mir haben 700 Leute den Kanal deabonniert, weil ich nicht in dieses Horn blase wie alle anderen und sage, oh, armer lieber Jürgen Elsässer. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das wirklich ein bisschen anders. Wer sich 30 Jahre lang auf Messerschneide der Meinungsfreiheit bewegt, 3 Jahre lang im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird und weiß, man wird 3 Jahre lang beobachtet mit nachrichtendienstlichen Mitteln und dann sich abhören lässt beim Telefonieren, wie er über den Systemsturz spricht, der braucht sich nicht wundern, dass das System, was er stürzen will, ihn vorher rausholt. Das ist, also, der Staat hat genau das gemacht, für was er da sein muss, ja. Da ist jemand, der hat fast 1 Million Euro zusammen mit seinen 25 Mitarbeitern, hat riesigen Zulauf, ja, weil er Zuspruch in der Bevölkerung kriegt, aber er drückt es aus als Sturz des Systems und das System stürzt ihn zuerst und alle schreien rum. Da denke ich mir so, ja, aber Herr Elsässer, wenn man davon gewusst hat, dass man geheimdienstlich beobachtet wird, wenn man wollte, dass man dieses System stürzt und alles, was man zu seiner Verteidigung aufbaut, sind 2 Kapitalgesellschaften in Deutschland nach deutschem Recht. Sorry, das ist da oben, das Blem-Blem, das glaube ich dir nicht, Jürgen, das ist völliger Wahnsinn. Wieso keine Außenstellen im Ausland? Wie kein zweites Standbein? Wie es gibt in Luxemburg oder in Liechtenstein keine Compact-Holding-Gesellschaft, auf die sie keinen Zugriff hätten? Es ist so völlig legitim, eine Auslandsgesellschaft zu haben, die hier Medien macht. Also ich verstehe nicht, wie man so dilettantisch, so anfängerisch daran gehen konnte. Aber wir sind etwas vom Thema abgewichen. Wir waren eigentlich bei der kroatischen Polizei und diesem exzellenten Zugriff, den sie hier hatten. Und das ganz ohne V-Leute, würde ich sagen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal oder deabonniere ihn. Wird bald zum neuen Volkssport. Wer kriegt die meisten Deabonnenten? Also die Deabonnements. Schreib mir unbedingt einen Kommentar mit deiner Meinung unter dieses Video. Ansonsten, ich habe X und Telegram und sage ciao, bis bald.